Salim Ersu, habt ihr Sorge zum Rücken, gell? Mal schön. Fogu. Du hättest nicht kurz Zeit, mir zu helfen, oder? Ja, nein, ich habe meinen Brütsch abgemacht, weißt du? Nur kurz. Okay, wo du aus bist, aber nur ganz kurz, gell? Merci vielmals, Fogu, bist der Beste. Hier. Es ist fast nicht mehr da. Ich muss gehen. Merci vielmals, Fogu. Schon recht, Merso, aber ich bin spät dran. Schade, ich wäre gerne Neues genommen. Du warst schon mein Lieblingsnachbar. Aber ganz ehrlich, ich bin schon mega froh, aus dieser Bruchbude draußen zu sein. Wieso? Ist auch nicht so schlimm hier. Ja, wann ist das letzte Mal der Tömber gegangen? 2013. Eben, und Einbruch ist auch schon dreimal geworden. Also, irgendein ist einfach genug heu bei den Fischen. Bei der Butter. Sorry? Heu bei der Butter. Wurst. Ja, es ist schon ein Loch hier, aber wenn alles gut läuft, ziehe ich auch gleich raus. Hier. So, ich sollte, ich bin schon zu spät dran, gell? Wir sehen uns am Dienstag. Bogu. Im Match. Bis dann. Tschüss, ciao. Ciao, ciao. Hey, Gary, sorry, gell? Kein Problem, nimm doch Platz. Merci vielmals. Und, Brütsch, wie geht's dir? Ich kann nicht klagen, merci. Sauber? Ja, merci. Und merci hast du Zeit noch, gell? Ich weiss, du hast viel im Tor im Moment. Und, ja, wie schon der Grosspapi immer gesagt hat, der geschäftige Vogelvater Wurm. Genau. Wie geht's ihm überhaupt? Dem? Ja, dem geht's gut. Also, du weißt ja, wie er ist, seit sie den Kopf verloren haben. Ja, aber das geht uns allen so. Aber das nächste Mal, da schaffen wir's. Ich muss dir etwas erzählen. Ich war vorletzt am Match mit einer jungen Dame und das hat richtig gefunkert. Ja, und hat die gute Annahme. Merci. Ja, Gabi, mit der kann ich so richtig etwas aufbauen. Weißt du, aber zuerst muss ich auch mal ein aufräumen. Also, mein Leben und so, sonst wird das nichts mit Kind und Familie. Und auch meine Wohnung, das ist eine ziemliche Bruchbude. Darum kaufe ich mir jetzt eine Eigentumswohnung. Was? Ja, das ist gar nicht so eine Sache. Und ich habe das perfekte Haus gefunden. 140 Quadratmeter, Garten, nee, Garage. Stopp jetzt mal schnell. Wie willst du das leisten? Meine, du kannst doch jetzt keine Kundenmiete zahlen. Hast du endlich im Lotto gewonnen? Nein, noch nicht. Aber meine Glückszahlen, die kommen noch. Hey, ich habe das perfekte Angebot gefunden. Ein richtig guter Deal auf eine Hypothek. Schau mal. Es ist super. Das ist genau das, was ich brauche. Hey! Schau jetzt, wenn du das wirklich richtig anpacken willst, dann brauchst du ein Budget. Okay, darum habe ich ja Anzeige. Nein, vergiss den Schwachsinn. Ich meine, niemand, der nur 99 Rappen pro Minute nimmt, wird dir helfen. Vor allem seriös. Schau jetzt, ich habe das auch schon mal gemacht. Wenn du willst, können wir zusammen deine Finanzen anschauen. Ja, das wäre ja tipptopp. Du warst immer super in diesem Zeugs. Also machen wir das? Ja, jetzt? Hey, komm, wir trinken doch zuerst fertig. Okay. Merci, gell? Nein, und eben hier den Röffel gesehen, weißt du? Hat super ausgesehen, Frau, Kind und alles. Ah, okay. Voilà. Jesus. Warum bleibst du die Polizei da? Sie sind vielleicht noch drinnen. Das ist ja unglaublich. Wirklich? Das kann es ja nicht sein. Wenn du schon hergezogen bist, hat er gesagt, es ist eine gefährliche Gegend.
Schau, sogar die Samurarten haben sie genommen. Alle. Aber ja, ist ja versichert. Ja, da bin ich mir eben nicht so sicher. Ich glaube, dann kann ich abgeschlossen. Ja, nie gedacht, dass man hier eine braucht. Prost. Cheers. Stopp jetzt mal schnell. Das Gabi, ist das ernst jetzt? Ja. Okay. Hast du schon mal zum Essen ausgeführt? Nein. Oder noch besser, du sollst doch mal bekochen. Soll ich?